Tim Neubauer aus Steinhagen hieß der Unparteiische an diesem Nachmittag in Gievenbeck und für den ersten FC ging's gut los. Wir schauen auf die Platzwahl, die gewann nämlich Gievenbecks Kapitän Jan-Niklas Bonnekessel. Das doch vielleicht ein gutes Omen, schon vor dem Anpfiff. Und wir gehen rein in die Partie, erste Möglichkeit für den Gast aus Delbrück in den weißen Trikots. Flanke von links und Glück für Damian Hallas im Kasten der Gievenbecker, dass Stefan Parrensen vom Delbrücker SC die Kugel nicht richtig mit dem Kopf erwischt. Gievenbeck mit guter taktischer Grundordnung, spielerisch aber nur selten mit tollen Kombinationen. Jetzt mal ein Freistoß, kurz hinter der Mittellinie. Der Ball kommt in den 16er und landet vor die Füße von Fabian Neifken, aber dessen Schuss keine Gefahr für Michael Josweg im Tor der Gäste. Dann dieses Foulspiel, gute Freistoßmöglichkeit aus rund 20 Metern. Ein Fall für Gievenbecks Zehner Michael Fromme, doch dessen Schuss von der Mauer abgewehrt, da hätte man sich ja mehr draus machen können. Die anschließende Ecke und der Kopfball vom aufgerückten Kai Bastian Götsch, doch auch diese Situation eher ungefährlich. Was war mit den Delbrückern? Die kamen jetzt wieder über links und da kann sich die Gievenbecker Abwehr glücklich schätzen, dass Delbrücks Enging Yildiz das Leder nicht richtig verarbeiten kann. Dicke Chance in der 23. Spielminute. Wenige Minuten später schnappt sich Ansgar Kuhn den Ball, Eckball für Delbrück. Wir schauen in den 16er, da kommt die Kugel angeflogen und hinten rauscht ein Delbrücker mit dem Kopf heran. Was für eine Riesenchance. Der Pfosten verhindert hier die Führung für die Gäste. Dann war Halbzeit. Gievenbecks Coach Mike Wessels ging mit seinen Jungs in die Kabine und kam mit Taktiktafel wieder heraus. Ob er die richtigen Worte gefunden hatte, schauen wir mal. Jedenfalls ging's gut los. Schönes Zusammenspiel hier im 16er und Gievenbecks Zehner Michael Fromme mit einem Volleyschuss. Das wäre eine schöne Hütte gewesen. In der 53. Minute verletzungsbedingte Auswechslung bei den Gievenbeckern. Fabian Leifken musste passen. Für ihn kam Jannis Hohenhöfel in die Partie. Und der durfte dann auch gleich mit seinen Kollegen jubeln. 57. Minute, Fromme legt mit der Hacke wunderschön auf Christian Keil ab und der donnert das Leder in die Maschen. Die Führung für die Hausherren dementsprechend groß. Der Jubel, schauen Sie mal, das hier ist die Gievenbecker Jubeltraube. Er hat's gemacht. Christian Keil, der Siebener, der Gievenbecker. Und weil es so schön war, schauen wir nochmal drauf. Hier die tolle Vorarbeit von Michael Fromme und Keil bleibt dann vor dem Tor eiskalt, lässt Keeper Josweg da keine Chance. Ja, das war doch ein toller Start in die zweite Hälfte. Aber es war klar, ein 1:0. Das könnte hier heute nicht reichen, denn Delbrück blieb im Spiel und besonders bei den Standards gefährlich. Freistoß aus rund 30 Metern. Und schauen Sie mal, was für eine Glanztat von Gievenbecks Schlussmann Damian Hallas. Den hat er richtig gut rausgeholt. Die Partie umkämpft, aber im Großen und Ganzen eine faire Sache. Ausnahme diese Szene hier, da tut es einem schon beim Hingucken weh. Gestrecktes Bein, das geht natürlich gar nicht. Zum Glück konnten beide Akteure nach kurzer Behandlungspause weitermachen. 2 Minuten vor dem Abpfiff dann die Entscheidung. Gievenbeck, der Pass des Delbrücker Abwehrspielers landet bei den Gievenbeckern und die machen es dann schnell. Keil und Fromme im Zusammenspiel richtig, das hatten wir schon beim ersten Tor und Christian Keil krönt seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer, wobei er den hier sicher anders treffen wollte. Aber manchmal braucht es halt auch etwas Glück. Der Matchwinner durfte dann auch kurz vor dem Schlusspfiff den Platz verlassen und sich ein paar Streicheleinheiten von Coach Wessels abholen. Wenig später war Schluss. Gievenbeck schlägt Delbrück mit 2:0. Die Stimmen zum Spiel. Ja, wir haben versucht in der ersten Halbzeit vor allem die Schnittstellenpässe zu unterbinden, dass sie nicht in die gefährliche Zone reinkommen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser in eine Kontersituation reingekommen. Dann haben wir die Bälle besser abgefangen und konnten gute Konter fahren. Dann. Ja, es war, glaube ich, wirklich ein gutes Fußballspiel. Von der Taktik her, ich glaube, Fußballfans schauen sich natürlich lieber einen offenen Schlagabtausch ab mit einem 4-4 dann am Ende. Aber wir sind natürlich glücklich, dass wir das durchgezogen haben, was wir uns vorgenommen haben. Und jetzt hier 2:0 zu gewinnen, ist eine sehr schöne Sache.